Richtig. Also zwei Elementalmasken sind auch bei Pokémon vertreten. Und Pokémon kam wesentlich vorher raus als dieses Spiel. Also, es kommt ein dezenter Verdacht auf, dass ein paar gewisse Namen von gewissen anderen Spielen übernommen wurden, um das böse Wort Clown zu vermeiden. Oder wenn sich jemand über Steine freut, auf Englisch. Oh, that rocks. That rocks, ja. Ist richtig, Rick. Ist genau, ja. Hieß quasi die Hollywood-Variante bei den Feuersteins nicht irgendwie Rockwood oder so? Kann sein, ja. Ich weiß das jetzt gerade nicht, du. Ach ja. Die Feuersteins habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Du, ich habe so einiges ewig auch schon nicht mehr gesehen. Vor allem, mir fällt gerade noch ein, ich müsste ja theoretisch noch Dennis Tiberian Sand noch gucken, fällt mir gerade ein. Ich mach schon wieder Werbung für andere. Und Julis Pokémon muss ich auch noch gucken, falls sie heute eins hochgeladen hat. Ich liebe ihr Pokémon-Projekt, das gebe ich ja ganz ehrlich zu. Auch wenn ich mir manchmal die Haare raufe, wenn ich sehe, was sie da macht. Aber naja, sie kann ja nichts dafür. Ich finde ja auch gut, dass du tatsächlich Left 4 Dead sogar schaust. Das hätte ich ja nicht erwartet, du. Rick, soll ich dir mal was verraten? Ich habe Left 4 Dead sogar. Oh. Was hast du jetzt? Und das bei deiner Anti-Affinität zu Zombies. Ja. Aber es gibt manche Zombies, manche Zombiespiele spiele ich gerne, aber sowas wie Resident Evil ist nicht so mein Fall. Ist bei mir ganz komisch, aber naja, gut. Klingt komisch, ist aber so. Richtig. Wenn es nach der Logik ging, übrigens dürfte ich auch kein Heroes of Might and Magic spielen, weil da gibt es nämlich auch Zombies. Wenn auch nicht solche schlimmen wie bei Resident Evil. Also na gut, das wäre auch ein merkwürdiges Kriterium. Ih, da ist ein Zombie, das spiele ich nicht. Ja! Also du, es gibt bestimmt irgendwelche Leute, Pflanzen gegen so Zombies, reagieren. Da gibt's Zombies. Nee, das spiele ich nicht. Ja. Oh, da gibt's Pflanzen. Oh, da gibt's Zombies. Nee, das spiele ich nicht. Wird irgendwann auch noch bei mir als Let's Play kommen. Pflanzen gegen Zombies? Vielleicht als Nebenprojekt, mal gucken. Ja. Vielleicht als Nebenprojekt, mal gucken. Ja. Das kennt man ja eigentlich, das habe ich selber ja auch gemacht, so als Gastkommentator Let's Play wirklich benutzen, wo man wirklich immer jemanden dabei hat. Let's Play Together, meinst du? Na, könnte man so sagen. Man spielt ja nicht direkt so zusammen, aber ja. Ja, ich habe ja schon mal ein Let's Play Together gemacht mit einer Kollegin, zu der ich ja heute keinen Kontakt mehr habe. Zu der du eine distanzierte Beziehung pflegst. So kann man es auch ausdrücken. Richtig. Um es mal anwaltsmäßig auszudrücken. Juristisch, nicht anwaltsmäßig. Das klingt zu bescheiden. Ich muss noch mal raus. Stimmt, hier gab's ja wieder eine Plattform, ne? Richtig, hier gibt's wieder eine Totenkopf-Plattform. Ah. Fail. Ja, passiert. Macht nix. Ich meine, wir kommen so gut voran, da kann man sich das mal durchaus leisten. Außerdem freut sich dann der Fail-Counter wieder. Man könnte ja die Gelegenheit perfekt nutzen, um mal eine Ladezeit rauszuschneiden. Ich gehe mir jetzt nämlich mal kurz was zu trinken holen. Mach das, währenddessen zocken wir weiter. Und ich werde hier einen Schnitt setzen. Also bis gleich, liebe Leute. So, da sind wir wieder. Der Rick glänzt momentan noch durch Abwesenheit. Währenddessen schreiten wir erstmal weiter voran. Ihr kennt ja das Prozedere hier mittlerweile. Und ja, also dieses Spiel hat auf jeden Fall einige negative Kriterien aufzuweisen. Ein kleiner Funfact mal nebenbei. Ah, das ist ja nicht unbedingt positiv, aber irgendwie habe ich gerade so ein leichtes bis mittelstarkes Stechen in der Brust. Rick, kein Herzinfarkt hier. Kein Herzinfarkt kriegen hier. So schlimm sind meine Let's Plays nicht. Nee, das habe ich öfter mal. Ich weiß aber irgendwie nie, was das ist. Jemand hat einen Dolch durch dein Herz gestoßen. Einen imaginären. Richtig. Könnte das nur gewesen sein? Vorhin merke ich das auch immer nur, wenn ich einatme. Eigenartig. Einatmen tötet. Aber ich kann ja hier mal noch ein schönes Geräusch präsentieren. Zwar nicht so schön wie das Einschenkgeräusch von Alex, aber... Wunderschön. Es hörte sich nach einer Dose an.
Richtig. Mhm. Und währenddessen erreichen wir jetzt die 80-Leben-Marke. 80 Leben, das müsst ihr euch mal vorstellen. 80, okay, 81 Leben. Fehlen nur noch 4? Ja. Also der Zugzui, der hatte es in seinem Let's Play auch mal gesagt und da stimme ich ihm auch zu, der Dennis. Man kann ziemlich leicht hier die 99 Leben erreichen, wie man sieht. Das stimmt. Ein bisschen so wie in Crash 1, könnte man sagen. Ja, das stimmt. Nur, dass es hier wesentlich mehr Kisten gibt. Also wenn ich mal bedenke, in Teil 1 war es ja tatsächlich so, da gab es vielleicht gerade mal so 20, 30 Kisten. Ich glaube, das höchste war tatsächlich irgendwie 27. Das kann sein, ja. Bei Crash 2 war das höchste 155 Kisten, nämlich in Cold Hard Crash. Genau. Und in Crash 3 ist, glaube ich, das höchste auch so um die 100 rum. Ich glaube, 135 Kisten oder so. Auch nicht so viel mehr. Mhm. Und hier gibt es tatsächlich ein Level, da gibt es über 200 Kisten. Also 201, um genau zu sein. Ich glaube, das ist entweder Goldfieber oder Cortex-Wirbel, oder? Goldfieber ist das, glaube ich. Hm. Im letzten Warp-Boom. Bei Goldfieber, da und mag ich ja die ich Musik. Weiß nicht, die ist, ich finde die super. Die Musik ist klasse, ja, auf jeden Fall. Ich muss ja echt sagen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich zuerst gedacht, die Entwickler wollten sich hier ein Wettrennen liefern, wer hat die meisten Kisten im Level drin. Also das war echt interessant, sich da anzugucken. Ja, echt. Ich muss ja aber echt sagen, die Musik von den Credits hier, die finde ich absolut langweilig. Das stimmt, ja. Ja, manchmal landen sie mit der Spielmusik nicht so ein Hit. Und ich mag auch diesen Afro-Typen. Also den Typen mit dem Afro, der da neben Crash rumtanzt, irgendwie nicht. Ich finde, der passt einfach nicht rein. Nee, der passt nicht rein. Das ist durchaus richtig. Ich finde allgemein, dass bei Crash nicht wirklich real aussehende Menschen reinpassen. Die einzigen Ausnahmen sind Cortex und Brio und Nina noch. Aber sonst... Ja. So, wir haben jetzt die Totenkopf-Plattform erreicht, beziehungsweise die Totenplattkopf-Form. Aber so eine Frage an dich. Was ist dir denn eigentlich so als Spieleprotagonist lieber? Ein Mensch oder ein Tier? Ein Tier eigentlich, sag ich mal so. Also ich spiele auch zum Beispiel Spiele wie Ratchet und Clank gerne. Fuck. Wird übrigens auch noch irgendwann bei mir als Let's Play kommen. Ich persönlich, ich finde Tiere irgendwie sympathischer in Spielen. Tiere sind sympathisch, ja. Auf jeden Fall. Weil egal, ob es Crash ist, ich mag einfach... Es ist zwar ein bisschen trottelig, aber man hat ihn doch irgendwie lieb. Was heißt trottelig? Ich bin ja auch mit Croc aufgewachsen, also von daher... Also mit dem ersten Teil von Croc, nicht mit dem zweiten. Na, Croc ist einfach nur putzig. Croc ist putzig, ja. Respekt! Yasu! Ja. Johann! Wolf-Dieter! Es ist so geil. Echt. Wieso sagt man eigentlich immer, wenn man ein Schloss knacken will, bring mir mal den Dietrich? Wieso bringt man nicht mal den Horst? Oder den Johann? Oder den Olli Dietrich. Und ich meine nicht Horst Lichter und Johann Lafer. Auch nicht Olli Dietrich, der war auch nicht gemeint. Nee. Aber so, Olli Dietrich ist auch cool. Olli Dietrich ist auf jeden Fall cool, ja. Das war doch der mit Wiegert Boning die Doofen war, ne? Kann sein, ja. Der rote Edelstein. Nein, der lila, ne? Der lila, ne? Denn der lila, ne? Ja. Der rote kommt erst im letzten Warp-Room Break. Stimmt, ja. Stimmt. Es gibt hier übrigens wieder fünffarbige Edelsteine. Es war ja übrigens auch als Fun-Fact am Rande. Im ersten Teil, der erste Teil ist der einzige Teil, wo es 6-farbige Edelsteine gibt. Und noch dazu, was auch noch sehr interessant ist, im ersten Teil, das kam nie wieder danach vor, braucht man einen farbigen Edelstein, um einen anderen farbigen zu bekommen. Richtig. Das kam danach nie wieder vor. Nur dieses eine Mal. Nämlich brauchte man bei Lights Out den gelben. Den Zitronengelben. Richtig, genau, richtig. Von The Lab. Damals im ersten Teil gab es nämlich 2 gelbe Edelsteine, beziehungsweise einen gelben und einen orangenen Edelstein. Richtig. Und quasi der gelbe, der ist eigentlich der grüne geworden. Nein. Der grüne hat doch diese Form. Ja, von der Form her, ja. Von der Form her ist es richtig. Wenn man von der Farbe her aus... Der ist dann zum lilanen geworden. Der blaue wurde beibehalten.
Der Orange. Und der Orange wurde zum Gelben. Genau. Und der Blaue ist blau geblieben. Nee, der gelbe Edelstein, der ist doch ein normaler Edelstein von der Form her, oder? Nee, stimmt gar nicht. Der rote ist ein normaler Edelstein von der Form. Der wollte ich gerade sagen, der rote ist in normale Form gekommen. Der rote hat die normale Form, ja. Aber irgendwie ist der grüne mein Lieblings-Edelstein. Ich mag den blauen am liebsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Beziehungsweise, ich bin blöd, stimmt gar nicht. Der gelbe und der grüne, die hatten dieselbe Form eigentlich, so ungefähr, ne? Bin jetzt gerade ein bisschen abwesend. Scheiße. Ja, finde ich auch mal gut. Ein Crash Bandicoot Experten-Talk. Ja, ist auch mal was Schönes, ne? Es hat was. Ja, problemlöser. Deswegen, und der nächste beim Fracassen Radio für Crash, fürs Jubiläum bist du auf jeden Fall dabei. Oh, das finde ich schön, ja. Das freut mich doch. Auch wenn ihr mal ein Let's Talk über Command & Conquer macht, ich wäre gerne dabei. Also, ich glaube, ich kann ein Referat darüber halten, was da abgeht. Deswegen, die dritte Ausgabe vom Fracassen Radio, die habe ich ja alleine mit Dave aufgenommen, weil Alex keine Zeit hatte in dem Moment. Hm. Weil er da plötzlich noch Besuch bekommen hatte. Oh, Tsunami. Und da ist ja wirklich dazu gekommen, dass wir denn... Tsunami. Katzen? Nein, keine Katzen. Ja. Aber wir sind wieder mit Coco unterwegs. Das ist das zweite asiatische Level. Übrigens nicht chinesisch, sondern japanisch. Entschuldigung, Rick. Jetzt darfst du reden. Beim Podcast, den ich ja mit Dave alleine gemacht habe, da ist es echt... Irgendwie, der ist 2 Stunden 40 Minuten lang geworden. Alter. Das ist heftig. So, und jetzt kommt hier eine Stelle, die der Dennis in seinem Let's Play verflucht hat. Nämlich diese hier. Diese drei Kisten hier, die haben ihm das Leben so derart schwer gemacht in seinem Let's Play. Das war so geil. Nur noch ein Leben. Dann haben wir dein Geburtsjahr. Ja, stimmt. Ja, dann haben wir mein Geburtsjahr erreicht, genau. Und noch 7, dann haben wir meins. Richtig. Und wir haben eine super Coco, beziehungsweise ein Unverwundbarkeit. Am besten wäre denn, wenn man bei der 97 noch 31 Wumperfrüchte und 12 Kisten hätte. Dann hätte man dein Geburtsdatum, ja. Richtig. 91! Yeah, geil. Shinobi wegkicken. Nein, Akku nehme ich später mit. Wir gehen jetzt erstmal in die Bonusrunde. Okay. Und wir haben einen doppelten Akku. Ja. Akkugeist. Muss ich noch dazu sagen. Crash. Coco. Wenn ihr den Bereich eines Levels... Nee. Scheiße. Ich hab's... Jetzt hab ich's verkackt. Ja, du hast es verkackt. Crash. Coco. Wenn ihr den Kristall eines Levels schon geholt habt, werdet ihr beim zweiten Mal eine schwebende Uhr finden. Die Uhr aktiviert den Zeitmodus. Wählt sie und die Uhr beginnt zu ticken. Lauft so schnell wie möglich, aber passt auf. Einige Elemente ändern sich. Rick, er sagt, wählt ihn und die Uhr beginnt zu ticken. Oder so. Lauft so schnell. Aber eins weiß ich auf jeden Fall noch auswendig. Nämlich den Satz von Entropy. Meine Zeit ist um. Aber deine auch bald. Auch bald. Das war die Szene, wo mein Spiel abgestürzt war. Super. Das habe ich dir auch nicht vergessen, Rick. Ne? So viel mal dazu. Ne? Ja, deswegen habe ich dich auch im Crash 1 Battle gewinnen lassen. Nein, habe ich nicht. Ich war halt einfach nur zu schlecht. Die Welle! Die Welle ist ein geiler Film mit Jürgen Vogel. Das stimmt, ja. Ich habe den Film auch gesehen. Sehr geiler Film. Kann ich jedem nur empfehlen. Hm. Beschäftigt sich vor allen Dingen mit Manipulation des menschlichen Geistes. Sehr interessant. Und das kann teilweise leichter sein als gedacht. Oh ja, das geht sehr leicht. Also man denkt ja, oh, ich kann nicht manipuliert werden, das ist ganz einfach. Oh, ihr wisst gar nicht, wie oft ihr wahrscheinlich schon manipuliert worden seid. Das geht schneller, als man denkt. Deswegen war das ja auch in den 30ern relativ einfach. Weil die Leute waren verzweifelt. Die brauchten irgendjemanden, an den sie sich ranklammern konnten. Und da kam halt eine gewisse Person denen ziemlich recht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ich stürze mich jetzt in den Freitoten, das hat einen bestimmten Grund.
wegen den Nitro-Kisten. Es gibt hier wieder zwei Edelsteine.